Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, am Sonntag, den 1. Dezember, sind Sie aufgerufen, beim Bürgerentscheid zur Wahl zu gehen. Beim Bürgerentscheid geht es darum, wie wird unser Busverkehr hier in der Stadt zukünftig organisiert. Die Stadtverwaltung und eine Mehrheit des Gemeinderates sieht einen gemischtwirtschaftlichen, das heißt Stadt, gemeinsam mit einem privaten Partner als die beste Lösung an. Diejenigen, die den Bürgerentscheid angeregt haben, wollen, dass ausschließlich der Busverkehr kommunal organisiert wird. Sie, meine Damen und Herren, können hier mitentscheiden. Gehen Sie deshalb bitte zur Wahl am Sonntag, den 1. Dezember, in Ihren gewohnten Wahllokalen. Neu an dieser Wahl ist, dass dieses Mal Bürgerinnen und Bürger zwischen 16 und 18 Jahren ebenfalls wählen dürfen. Wir versuchen natürlich, diese jungen Bürger auf besondere Weise anzusprechen. Neben den klassischen Wegen wie Zeitungswerbung oder auch Wahlanschreiben gehen wir ungewöhnliche neue Wege. Facebook, YouTube, Kinowerbung und anderes erreicht die jungen Menschen genau dort, wo sie sich auch aufhalten, wo sie auch selbst kommunizieren und agieren. Ebenso dürfen bei diesem Bürgerentscheid Bürgerinnen und Bürger, die die Nationalität eines EU-Staates haben, ebenfalls mitwählen. Auch sie sind aufgerufen, hier mitzuwirken. Deshalb, meine Damen und Herren, weil wir alle, egal wie die eigene Meinung ist zur künftigen Organisation des Busverkehrs, weil wir alle wollen, dass der Bürgerentscheid am 1. Dezember ein Erfolg wird, gehen Sie bitte zur Wahl. Ich zähle auf Sie. In wenigen Tagen wird etwas Neues stattfinden in Pforzheim, nämlich die Vergabe des Wirtschaftspreises der Stadt Pforzheim. Wir möchten damit würdigen, die Leistungen, die in unseren Unternehmen, von den Unternehmensführungen sowie von den Arbeitnehmern tagtäglich erbracht wird. Der Pforzheimer Wirtschaftspreis wird verliehen werden am 8. November um 18 Uhr im Kongresszentrum. Dazu, meine Damen und Herren, sind Sie herzlich eingeladen. Jetzt habe ich noch etwas Erfreuliches für Sie, meine Damen und Herren. Auch wenn es viele für nicht mehr möglich gehalten haben, auch die große Baustelle in der Jahnstraße und der Goethestraße, sie geht ihrem Ende entgegen. Am 13. November wird diese größte Baumaßnahme in der Innenstadt seit dem Wiederaufbau Geschichte sein. Wenn Sie in diesen Tagen durch die Baustelle fahren, so sehen Sie, dass bereits die neuen Konturen der Verkehrsführung zu erkennen sind. Und Sie werden mit Sicherheit feststellen, wenn die Baustellenschilder weg sind, die Sperrbalken aufgehoben sind, dass wir dann eine andere Verkehrsführung, eine wesentlich schnellere Verkehrsführung auf dem Innenstadtring haben werden. Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf diese Zeit, wenn es wieder heißt, völlig freie Fahrt in und zu der Innenstadt hin.